Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird Zeit, dass der wieder lackiert wird. Was heißt der wieder? Dass er lackiert wird. Farbetechnisch Informationen zum Fahrzeug. Wir haben sehr viel rausgefunden von sehr vielen Personen. Auch danke an euch, dass mich da viele Leute angeschrieben haben und mir helfen wollten. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Infos und freue mich, was es ist. Es ist nämlich ein echter, aber das erkläre ich euch nochmal, was ich heute mitnehme. Zeige ich euch gleich, ich erkläre euch kurz was dazu, aber da, wo ich sie hinbringe, da machen wir ein separates Video, weil das wird ein bisschen ausführlicher. Das ist der Block, der drin war im 190er. Das sind die Kolben, die da drin waren. Und das, was ich erzählt habe, was ich besorgt habe aus Österreich, ist genau dieser Kopf. Und zwar mit dem verstellbaren Nockenwellenrad, was wir an diesem Motor hier nicht hatten. Bearbeitete Einlasskanäle, poliert. Dazu auch die Ansaugbrücke, wo auch poliert ist. Und Kurbelwelle. Zum Thema Kurbelwelle erkläre ich euch gleich noch was dazu, komme ich nachher dazu. Ich fahre jetzt los, 190 ist aufgeladen, ich tue jetzt die Teile noch in den Bus und dann sehen wir uns gleich bei Yasin. So, bei Yasin angekommen und bei meinem Glück wieder, fängt es jetzt gerade an zu regnen. Und natürlich ohne Scheiben, super, gell? Bevor ich das vergesse, muss ich das nochmal sagen, ich suche auf jeden Fall jemanden für Vollzeit als Kameramann. Einfach info@levella.de die Bewerbungen schreiben, einfach dazu schreiben, was ihr schon bisher gemacht habt. Vielleicht was dazu mitschicken. So, ich muss jetzt mal abladen, bevor es denn ganz nass ist. Heute einen schönen guten Abend beim Levella-Team. Mutlu beim Auto abladen. Yasin. Und Mutlu, wie fühlst du dich so einsam? Wieso einsam? Ohne deinen Mitarbeiter. Jetzt muss ich schon Kameramann machen. Ich habe schon gerade gesagt, ich brauche einen Kameramann. Wir gehen auf Vollzeit. So, und bei dir alles gut? Ja. Ich habe gesehen, an deinem 124er arbeitest du gerade. Ich habe ja 124er. Ha? Ich habe ja 124er. Ach so, nein, ich meine nicht den alten. Den von deinem Kunden hast du aber schön breit gemacht, ha? Nicht vom Kunde. Von wem? Niemanden, so ein Auto gibt es hier nicht. Fabi, stell dir mal vor, Hollywood, ja? Hollywood? Ja. Ja. Drehen einen Film. Ja. Und der Hauptdarsteller, der Schauspieler, ja, hebt die Kamera. Sick. Der Hauptdarsteller. Ja, also du. Der Hauptdarsteller. Stell dir vor, wir drehen gerade Titanic und Leonardo DiCaprio tut gerade Film. Machen wir den runter einfach. Ja, Seilwinde dran. Ja, wer bremst dann? Warte. Brauchen wir nicht bremsen. Wie, brauchst du nicht bremsen? Ich brauche schon bremsen. Wozu? Ja, wo fliegt der nach hinten? Ne? Ja, sollen wir Seilwinde machen? Ja, wir haben Seilwinde machen. Oh, ich überlege gerade, Schweller sind im Auto. Ja. Grill ist im Auto, machen wir Grill wieder grün. War bei AMG so. Ja. Sollen wir aber das innere Kunststoffgitter schwarz-matt machen lieber? Ach, mal das grün. Nein. Ich finde jetzt auch nicht, nein. Mach alles grün. Guck mal her. Oh, AMG war alles grün. Ich würde hier alles in Wagenfarbe machen, Yasin, und das hier in schwarz. Mach alles in Wagenfarbe. Nee, das ist zu arg. Was heißt schwarz-matt noch am Auto? Nix. Der Original aus. Fensterrahmen. Original ist auch grün. Genauso wie die Rippen mit kaputt. Kauft man die Inlays neu. Gibt die eins? Ja, kommt. Was in der neu? Warum neu? Immer alles weiß, neu. Kaputt. Also zum Thema AMG oder nicht AMG habe ich jetzt erfahren. Ich habe jetzt vom Vorbesitzer, danke von hier nochmal, Manni, alles was vor 91 gemacht wurde, ist nicht bei Mercedes registriert wurde. Das heißt, alles was ab 91 bei Mercedes bestellt wurde, AMGs, die waren registriert. Ja, die kannst du bei euren 88 Auto kaufen, dann wird AMG umgebaut. Können die nachher nicht? Nein, können sie eben nicht, weil ich habe jetzt die Rückseite vom Fahrzeugschein bekommen, also vom alten Fahrzeugschein, vom ersten Fahrzeugbrief. Und da steht drin, Erstzulassung Juli 91 und 11/91 war die Eintragung von AMG schon der Umbau fertig. In Affalterbach wurde es abgenommen. Jetzt soll wieder nach Affalterbach. Ja?
Jetzt ist das Auto wieder da, wo es ursprünglich herkommt. 30 Jahre. Ja. Stimmt, nach 30 Jahren genau. Türplankungen machen wir natürlich so wie original. Schwelle auch. Tankdeckel, das alles. Wie Türgriffe. Original. Also matt. Ja, oder? Muss man schon wieder matt machen. Nee, die ist lackiert. Ha? Nein, die ist lackiert. Schwarzfarbe, oder? Das geht Wagenfarbe, ist doch matt oder nicht? Nein, ist nicht matt, ist glänzend. Okay. Aber wieso wirkt das so matt? Weil es einfach verschliffen ist. Das ist Glanz. Das ist matt. Türgriffe, Scheibenwischer. Sieht ein bisschen matt aus. Guck mal, ist doch nicht der gleiche Glanz wie hier. Heb's mal hin. Siehst du es nicht? Mr. Lackierer, siehst du da keinen Unterschied? Schwanfarbig. Ja, aber matt. Das ist nicht matt. Das ist nicht matt. Dann ist seitenmatt. Das ist auch nicht seitenmatt. Dann ist Seitenglanz. Schon mehr wie Seitenglanz. Das ist lackiert, schwanfarbig. Aber wieso sieht das so komisch aus? Ja, weil es halt alt ist, aber das ist lackiert. Das ist richtig matt. Auf deine Verantwortung. Guck mal, wie es da ist. Guck, das ist matt. Guck, das ist matter. Also gut. Liegt der Träger auch drin? Ja. Schlossträger? So, Schlossträger muss ich. Welche soll man wegmachen? Sollte man die Original AMG hier, oder? Das ist Original Mercedes. Ja, Original Mercedes, aber AMG hat es auch hier gehabt, oder? Hier. Keine Ahnung, wie die. Ich würd die lassen, die zumachen. Wieso? Ach so. Aber ich würde es trotzdem lassen. Und die hier weg zumachen. Tür habe ich da, Kurzel habe ich da. Oh, Stoßstangen. Hat wieder keiner mitgedacht bei uns. Die Stoßstangen von dem 2.6er, was ich von dir habe. Die bringe ich dir noch. Das ist ja Larifari-Lackarbeit, oder? Jetzt. Ist das Larifari? Wo Larifari? Trotzdem ist komplett Lackierung. Trotzdem ist auch. Ach komm, gleiche Farbe, die hat keine Dellen, nichts. Keine Dellen, nichts. Aber Rost ohne Ende. Naja, gut. Ja, ich muss weiter, ich bin so Motorenbauer. Wie? Motorenbauer. Wer baut auf die Motoren? Der baut Motoren. Deswegen heißt er Motorenbauer. Und da muss ich mit dem Motor hin von dem. Ciao. Ciao. Anton von der Firma BBR. Wir sind in Tamm, das ist in der Nähe von Ludwigsburg, also nochmal in der Nähe von Stuttgart. Kurz zu dir, Anton. Wie viele Jahre Erfahrung? 20. 21. Also seit der Lehre eigentlich. Seit der Lehre. Schon immer? Schon immer in dem Motorengeschäft. Okay. Okay. Wir haben jetzt Folgendes mitgebracht. Wir haben unseren echten, also den Block mitgebracht. Und in unserem 190er, muss nicht so weit weg. Also der ist auch gelaufen, bis wir den ausgebaut haben. Mhm. Wir haben jetzt soweit komplett zerlegt, was man vielleicht da jetzt machen sollte. Vielleicht nur holen und fertig, oder? Ja. Muss man vermessen und dann eben entscheiden, was zu tun ist. Okay. Und dann haben wir. Aber das ist kein 2,6 Liter Block. Nein, 3 Liter. Ja, ja. 3 Liter. Da, hier sind die Kolben davon. Gut, die müssten wir theoretisch jetzt auch mal anschauen. Ja, letztendlich muss man das alles messen. Solche Kolben gibt es ja auch noch zu kaufen. Ja. Ja, das ist ja kein AMG-Teil, das ist ein Mercedes-Teil. Serie-Teil, ja. Genau. Und wenn das maßlich nicht passt, ja, du hast hier natürlich schon Spuren, Laufspuren. Wenn das maßlich nicht passt, ja, das ist nicht teuer. Okay. So, dann besorgt man 6 Übermaßkolben, mittlerweile auch nicht mehr so leicht, wie es mal früher war vielleicht. Mhm. Ja, aber Male oder irgendwas wird da schon noch was haben. Und dann bohrt man rund und auf die nächste Stufe und dann hast du ein sorgenfreies Leben. Ja. Ich habe jetzt auch noch natürlich die Kolben hier mitgenommen. Die ein oder andere ist ja hier auch defekt. Von den Kolben. Das waren jetzt die im Prinzip in dem 3.2 Motor drin waren. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein großer Unterschied jetzt zwischen den Kolben ist. Sollte eigentlich keiner sein. Ja, kannst du auch gut sehen auf der Innenseite, wer das gemacht hat. Und die Gussnummer siehst du da immer. Und zu der ich Male. Mal und der ist von Ural. Ja. Ja. Waren beides Hersteller. Für Mercedes sind schon mal verschiedene Kolben. Gut, Gussnummer kannst du dann schon nicht mehr vergleichen. Muss man, weil es unterschiedlich ist. Genau. Hersteller. Genau.
Die einen Hersteller nennen es so, die anderen Hersteller nennen es so. Kann trotzdem dieselbe Form sein, sollte man aber immer bedenken, wenn du die tauschst, dann solltest du da auch einen Satz von nehmen. Ja, Gewichtsunterschiede etc. Von wo kommen diese Kerben her? Das sind, also die großen, die gehören da rein. Ja, aber die kleine hier? Das ist ein Ventilaufschlag. Okay. Mhm. Das sind die fast alle gehabt. Das waren jetzt die Kolben. Da war im Prinzip so ein Loch im Block. Vielleicht können wir das Bild mal einblenden. Und dadurch hat es, eine Kurbel hat zerrissen. Ein Pleuel. Pleuel hat zerrissen. Und drei Kolben hat es aber mitgenommen. Ne? Mal hier überall. Mhm. Na gut, da fliegen halt Teile durch den Motor und dann braucht es nicht viel. Das ist Aluminium. Ja, siehst du auch hier überall. Ja, überall dagegen geknallt, ne? Genau, das ist dieser Bereich, wo der Kolben dann bei UT aus dem Zylinder ragt. Rausguckt, ja. Genau. Und wenn dort irgendwas dagegen stößt, dann ist dort sofort eine Kante, ja, und dann zieht er dort eben diese Kerbe rein. Ja. Mhm. Der hat jetzt aber diese Kerben am Rand nicht, ne? Nein. Deswegen diese. Jetzt zeige ich mal hier die Unterschiede. Also das hier ist der AMG. Kolben und das ist der, was mit Reide da drin war. Ja, und du siehst hier auch schon den Unterschied, glaube ich. Guck mal, wenn das derselbe Ursprung ist, ja, an Kolben, ja, dann siehst du hier im Prinzip. Am Steg auch anders, ne? Hier der obere Steg, ja, ist auch anders. Und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, ja. Der wurde abgedreht. Ja. Muss man auch machen. Der hat ja einen höheren Hub, das heißt, der Kolben geht auch weiter hoch, ja, nicht nur weiter runter. Ja. Und deswegen, diese Nuten haben die einfach abgedreht. Du siehst hier auch, diese Brennraummulde ist viel tiefer als hier. Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Wenn der sauber ist, wirst du hier, sehe ich zum Beispiel einen Pfeil. Ja, das ist in die Einbaurichtung. Das macht jeder Hersteller. Hier siehst du schon gar nichts mehr. Das heißt, das wurde einfach abgedreht. Okay. Ja. Okay. Jetzt gucken wir uns mal die Köpfe an. Das sind natürlich auch, wir haben einmal den 3 Liter da im 103 und das ist den, was ich aus Österreich mitgebracht habe. Im Prinzip sieht man da keine großen Unterschiede, außer dass die Einlass hier poliert ist, vergrößert ist. Entschuldigung, auf der Seite. Hier überall. Und ich noch zusätzlich diese Schnut für die Verstellung habe. Für die Einstellung. Genau. Und das hat der nicht gehabt zum Beispiel. Ja, die brauchen dieses Rad, weil sie natürlich planen, um einfach die Feineinstellung zu machen. Ja. Das ist sehr angenehm, weil es gibt einfach eine Angabe, wann das Einlassventil öffnet oder schließt und ebenso beim Auslassventil. Und dann kannst du das so hindrehen, wie du das brauchst. Ja. Klar, das ist hier vorgegeben. Also wenn das öffnet, ist das da hier dann auch zwangsgesteuert, weil das eine Nockenwelle ist. Ja? Das heißt, du kannst jetzt zueinander nichts verändern, hast aber eben einen Wert. Aber im Gesamten kannst du es halt hin und her schieben. Nimmst den, der für dich am angenehmsten ist. Die Verdichtung zwischen den zwei Motoren soll auch unterschiedlich sein. Der AMG sollte einen 10-1er haben, der 124 soll einen 9-1er haben. Gab es viele verschiedene Ausführungen tatsächlich. Okay. Es gab verschiedene Brennraumformen, es gab verschiedene Kolbenformen. Also immer wieder mal was erweitert, erneuert. Ja, und diese Verdichtungen, das hat auch viel damit zu tun. Erstens mal Schlechtspritregionen. USA hat eine andere Verdichtung und so weiter. Und Mercedes hat überall hin verkauft. Deswegen sind dementsprechend. Dort, bei BMW ist es ja genauso. Ja, da gibt es einen niederverdichteten, einen hochverdichteten. Das ist im Prinzip der Unterschied. Und ich glaube, es gab auch Unterschied mit Cut und ohne Cut. Ich glaube, da waren die Verdichtungen auch noch anders. Okay. Im Großen und Ganzen ist es so, dass wir halt jetzt Köpfe, den Block bearbeiten, schlimmste Fall wahrscheinlich die Kolben neu machen, Pleuel weiß ich nicht, müsste man die neu machen, sollte man die neu machen? Ja, prüfen, man winkelt sowas, viel ist da nicht zu machen, ja. Pleuelschraube sollte man erneuern, die Pleuelbüchse müssen wir einfach vermessen, die ist hier drin, das merkt man jetzt nicht, ja. Ist immer ein gutes Indiz, ich weiß nicht, sollen wir auch so ein paar technische Sachen für die Leute draußen vielleicht? Können wir vielleicht, wenn wir dann hier zusammen fertig haben. Können wir, okay. Dann wissen wir ja auch, was gut und schlecht war. Ja, generell, was man jetzt sagen kann, ist einfach, wenn das Pleuel ausgebaut wird, ist hier über noch altes Öl drin. Ja. Wenn ich so kein Spiel spüre,
Ja, mit Öl. Durch dieses Anwinkeln, genau. Meinst du jetzt? Genau. Ja? Okay. Dann ist das immer ein gutes Zeichen. Ja, okay. Wenn ich trotz Öl hier quasi schon eine Kippbewegung spürbar habe, ja, man hört dann auch das Öl hin und wieder so schmatzen, dann ist das schon eigentlich, dann weiß ich, okay, wenn ich es zerlege, dann ist es verschlissen. Ja. Okay. So mal. Und vielleicht noch ein kleiner Klugscheißer-Ding. Niemals auf die Ventilseite stellen, wenn die Nockenwelle drin ist. Ich weiß. Ja, mein Fehler. Wenn es der Reifenhändler halt macht, ne? So, jetzt kommen wir zu der Kurbelwelle. Ja. Es gab ja anscheinend, oder was heißt ja anscheinend, also es gibt ja viele, wie du auch sagst, Varianten, keiner konnte dir 100% sagen, da wurde es so gemacht, weil halt jeder was anders gehört hat oder erlebt hat. Die Kurbelwellen waren am Anfang diese 603er Kurbelwelle vom Diesel und anschließend, irgendwann wahrscheinlich als der M104 Motor gebaut wurde, wurde diese Kurbelwelle dann hinterher verwendet. Ja, muss man aber auch bei Mercedes immer aufpassen, der Gussrohling kann tatsächlich derselbe sein. Das heißt, wenn du jetzt eine M104 Welle ausbauen würdest, könnte hier genauso ein 603 stehen. Ach so, okay. Ja, also das ist im Prinzip damals schon Baukasten, deswegen gibt es vom 3,5 Liter Diesel die Wellen. Das geht sogar, ich weiß es, vom 320 CDI passt die Welle da immer noch rein. Vom 2,11er? Ja. Oder 2,10er gab es ja auch. 88 Hub irgendwas, die passt da auch. Das ist immer vom Abstand immer dasselbe. Was danach kommt, weiß ich nicht. Danach kam der V6, jetzt kommt wieder diese Reihengeschichte. Das weiß ich nicht mehr, V6 passt natürlich nicht. Aber bei den Wellen... Hast du jetzt mehr deine Erfahrung über die alten Autos oder auch viel über neue? Oder wo ist denn deine Stärke so? Ja, weiß ich nicht. Das ist auch blöd. Ja. Ich kann dir sagen, wir können das bearbeiten. Ich kann dir sagen, warum eine Welle so ist, wie sie ist. Ja. Mit dem Mercedes-Zeug kenne ich mich aus. Da, wo ich gelernt habe, wir haben halt viel Mercedes gemacht. Okay. Selber einen 190er gehabt. Deswegen. Jetzt müssen wir schon mal die Kurbelwelle. Ich bin kein Mercedes-Fachmann. Okay. Ja. Allgemein einfach, alles im Prinzip. Alles, was kommt, machst du. Motoreninstandsetzung ist eigentlich unser Gebiet. Mhm. Die Bearbeitung, Schädenreparatur, im Prinzip die Wege. Ja, was man alles machen kann, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. So, da haben wir viel Erfahrung, weil wir sehr viel Diesel machen. Ja. Okay. Muss man mal hier die Stellen zeigen. Die haben natürlich von diesem Motorschaden-Crash auch was abbekommen. Und natürlich hier die Kurbelwelle. Hier die Lauffläche, die ist ja ein bisschen verbrannt, sage ich mal. Ne? Die hat aber auf der Seite sogar eine große Macke. Guck mal drauf. Siehst du das? Ja. Ja, diese Macke ist noch ein Fragezeichen, das müssen wir sehen. Okay. Im Prinzip können wir an dieser Welle, wenn wir das jetzt bearbeiten, kann man eigentlich so richtig zeigen, was alles so machbar ist. Ja, man kann, hier hat man alles vereint, schweißen, alles. Ja. Auch sowas ist kein Problem? Ja, das glättet man. Da brauchst du nichts aufschweißen, das ist Quatsch. Dadurch, dass wir die später dann wuchten, glättest du das. Durch eine Rissprüfung siehst du, ob da eine Gefahr ist, wobei bei einer Wange ja selten. Dass es schwarz ist, ist nicht gut. Mhm. Ja. Aber auch hier werden wir einfach eine Härteprüfung machen, werden Riss prüfen, werden wuchten, werden das beurteilen, ob das geht. Ja. Das ist ein großes Problem hier, was vielleicht noch nicht, das da hier, die Nut für die Feder, genau, ist kaputt. Das da hier, das darf auch nicht sein, das heißt, das ist da drin auch beschädigt. Das kann auch schon teilweise ausreichen, um so eine Macke in den Kolben reinzubekommen. Ach so, okay. Kann sein. Also irgendwas ist da ordentlich schiefgelaufen hier. Jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt hier wieder richten kann, muss man das dann, oder machst du dann alle auf ein Maß, oder, weil du hättest ja verschiedene Pleuellagerschalen gebraucht, ne? Ja, also rein vom Bearbeiten her ist der erste Zapfen immer der teuerste. Okay. Ja, weil da haben wir die Richtzeiten. Und prozentual wird es immer günstiger, umso mehr Zapfen man schleift. Okay. Ja, deswegen empfehle ich bei sowas immer alle zu machen. Okay. Gut, jetzt. Kostenfrage am Ende. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich will nicht so viel Geld bezahlen. Kein Problem, machen wir ein, wenn die anderen passen. Jetzt machen wir mal so, du checkst ja zuerst mal alles, das heißt Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Kopf,
gegebenenfalls nochmal, ja. Und dann machen wir einfach so, dass wir uns nochmal, dass wir nochmal vorbeikommen und das einfach mal raussehen, was jetzt wirklich kaputt ist, ja. Wo braucht man Ersatz, wo braucht man nichts mehr. Ne? Ja. Einzigste, was wir jetzt gleich machen müssen, ist zu sortieren, was ist. Ja, sonst komme ich da auch durcheinander. Nee, gut, das können wir machen. Ich glaube, für euch ist es jetzt mal vorerst fertig. Wir werden auf jeden Fall, vielleicht kommen wir auch noch zwischendrin mal her, wenn wir wissen, was ist erneuert worden, bevor wir den Motor komplett fertig machen. Ja. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.